Hallo und herzlich willkommen bei Total Battle. Und wir nehmen natürlich einen weiblichen Charakter, Majestät, ja. Puh, man konnte schon früher. Okay. Und zwar ein neues Aufbauspiel bzw. ein neues Browser-Game. Nicht mal wieder eine App, sondern diesmal ein Browser-Game. Und ich dachte mir, nehmen wir das einfach mal. Ich habe einfach mal eingegeben, beliebte Spiele, und ich habe mal wirklich geguckt. Und Total Battle ist sehr beliebt anscheinend. Und ich habe es noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste nicht, was es ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an, und zwar gemeinsam. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir alles haben. Kostenlos, weiter, wunderbar. Also wir haben jetzt hier einmal was gebaut, da einmal was gebaut. Und jetzt dürfen wir hier Gebiet, das Gebiet für uns erklären. Okay. Haus des Steinmetzes. Stein, wahnsinnig wichtig, können wir nicht drauf verzichten. Was haben wir hier noch? Haus des Holzfällers. Auch sehr, sehr wichtig. Gießerei. Okay, auch unverzichtbar. Und was kommt hier? Ein Lagerhaus, natürlich. Wenn man das alles hat, muss das ja auch irgendwo gelagert werden. Das macht doch Sinn. Okay. Dann haben wir schon eine Menge gebaut. Also ich würde sagen, wir sind schon fast fertig, ne? Gardisten 1. Mhm. Ui. Ja, da haben wir hier so einiges gerade. Also, es hat sehr viele Ähnlichkeiten mit anderen Spielen. Also es ist nicht völlig fremd jetzt für mich. Das mit dem Ausbauen und sowas alles. Weil das wiederholt sich immer sehr, sehr gerne, nicht? Das ist schon Ausbilden. Kostenlos. Am Anfang ist das so schön. Es ist alles immer kostenlos. Das ist herrlich. Jedes Monster hat einzigartige Eigenschaften. Ah. Okay. Alle Marsch. Mhm. Das sieht wie ein Dungeon oder sowas bossmäßig aus. Und hier ringsrum. Oh, ja, Stadt natürlich. Okay. Besiege einen gewöhnlichen Monstertrupp. Level 1. Haben wir erledigt. Erhalten. Alles klar. Clan beitreten. So, und jetzt springen natürlich die Sachen hier an der Seite. Free Sale. Klicken wir nochmal drauf. Kostenlos. Nehmen wir einfach. Ich würde das gerne auf Stufe 2 ausbauen, damit ich nämlich... Damit ich die Sachen nämlich hier auch noch ausbauen kann. Wunderbar. Okay, gleich... Also, das nervt gleich. Also, das ist ja... Alter, das muss nicht jedes Mal auftauchen. Danke. So, nehmen wir das auch wieder kostenlos. Wir stufen mal einfach alles auf 2, was wir haben. Das ist immer die beste Variante. So kriegt man direkt am ersten wieder ein bisschen mehr Rohstoffe. So, dann Tagebuch haben wir einen Eintrag. Und zwar Gratulation zu deinem Einkauf bei der Bank. Ja, du hast erhalten. Schön, nicht wahr? Besiege einen gewöhnlichen Monstertrupp. Ja, ich weiß, dass ich das habe. Das können wir gerne machen. Wir gehen mal dorthin. Ja, ja. Und gehen zur Karte. Wir haben ja Truppen, wir haben das ja schon mal... Die soll ich angreifen? Weißt du, wie weit weg die sind? Aber gut, wenn er sagt, ich soll die angreifen, dann machen wir das. Hatten wir nicht eben hier noch einen gehabt? Schon wieder weg, war? Okay. Boost. Okay, der will mir jetzt die Boosts erklären. Verstehe. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Wir haben Plus gemacht, also. Erhalten. Erhalten, 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 erhalten. Erhalten. Gehen zu. Weiter. Wo soll ich hin? Da, angreifen. Armee, Söldner. Okay. Jo. Schicken wir auch wieder hin. So, dann gehen wir hier hin. Aufgaben habe ich schon wieder was erhalten. Habe ich hier fertig gemacht. Nee, nicht abonnieren. So, und das haben wir auch schon geschafft. Okay. Wir sollen hier oben einmal wieder boosten. Zack. Dann laufen wir hier da auch ein bisschen schneller.
Wir haben jetzt nochmal 5 Sachen, die wir hier. Da haben wir nochmal welche. Machen wir. Ach, weil sie noch nicht zurück sind. Ah. Wir waren zu voreilig. Sind noch nicht wieder zurück. Toll. Wiederbeleben. Also man hat hier jede Menge Möglichkeiten mit Kaufen. Also Ressourcen kann man sich auch gönnen. Man kann sich noch Schlacht und Extras hier natürlich noch. Materialien. Jede Menge. Verzauberung. Jede Menge. Also wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, um natürlich das Spiel nochmal sich einfacher gestalten zu können. Was ist das denn? Der Tempel. Tempel können gefallene Truppen wiederbelebt werden. Das sollten wir mal dringend hochstufen. Okay. Kaiser, Majestät, ein Bote hat einen Brief gebracht. Er scheint zu eurer Schwester, von eurer Schwester zu sein. Ich habe eine aufregende Botschaft. Ich werde bald heiraten. Bald wird eine neue Phase in meinem Leben beginnen. Und ich möchte, dass du bei diesem wichtigen Moment dabei bist. Die Hochzeit wird auf unserem Familiensitz stattfinden. Ich warte voller Vorfreude auf euch. Ja, starten wir das mal. Das Anwesen, auf dem du auf deine Schwester aufgewachsen sind, vielleicht wollte Gasser ihre Hochzeit deshalb hier feiern. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Zusammen mit Kaiser Kasian erreichst du das Anwesen, das Haus, in dem du aufgewachsen bist, brennt vor deinen Augen nieder. Zwischen den Trümmern siehst du Maximus, einen daher deiner Kommandeure, mit der Leiche einer Frau in einem weißen Kleid. Du willst es nicht glauben, aber es ist deine tote Schwester. Maximus, Banditen haben uns angegriffen, Majestät. Alles ging so schnell. Zuerst töteten sie Menschen auf der Straße, dann verbrannten sie jene, die sich im Haus versteckten, bei lebendigem Leibe. Hat wer noch überlebt? Wo sind die Räuber hin? Ich will Rache. Die Banditen flohen in den Wald im Westen. Ich konnte einen von ihnen verwunden, sodass es leicht sein wird, sie anhand der Blutspuren zu finden. Er hat sie den Kopf abschlagen sollen. Im brennenden Haus sind Menschen, aber die Banditen sind noch nicht lange weg. Wir kommen keine andere Chance, sie zu fangen. Den Menschen helfen, die Räuber können warten. Erhalten. Kapitel 2 demnächst. Okay. Ah, das sind so eine Abschnitte, so eine Art Story-Abschnitte, die man immer Stück für Stück sozusagen. Akademie. Gardisten. Bogenschütze. Erforschen. Kostenlos. Akademie. Gardisten. Reiter. Erforschen. Oh. Tapferkeitspunkte fehlen. Okay, schade. 190, das ist nicht sehr viel. Aber es gibt sau viel zum Erlernen und Wirtschaft. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir werden uns Bogenschützen mal gönnen. Ein paar Mal. So. Das müssten jetzt 60 gewesen sein. Hier haben wir 200. Wir nehmen nochmal hier nochmal welche. Okay. Dein Held marschiert. Mhm. So, was haben wir hier? Bauen wir alles auf 2 aus. Alles auf 2 ausbauen. Truppen brauchen immer viel Futter. Leute, die hier arbeiten, um überhaupt die Truppen versorgen zu können, brauchen alle. Die Kaserne. Die Kaserne dient zur Truppenausbildung. Je höher ihr Level, umso mehr Truppen können ausgebildet werden und desto können ausgebildet werden, desto kürzer ist die Ausbildungszeit. Geil, klingt doch super. So, was haben wir hier? Das sieht eine Schmiede. Perfekt, Ausrüstung. Z ist okay. Okay, das können wir alles wahrscheinlich noch nicht. Nee, die Kohle haben wir definitiv nicht. Werkstatt, Kombination. Okay, interessant. Also es gibt hier tausend Dinge zu entdecken auf jeden Fall. Fackelöl. Wunderbar. Auch auf 2 ausbauen. Herrlich. Reiter wären nämlich richtig gut. Können wir. Wow. Nice. Okay, hier gibt es erstmal nichts. Der Tempel muss höher.
Das hier der. Ne, das war die Akademie. Das ist der Tempel, ne? Das Wohnhaus auf 3. Okay. Dann machen wir das mal auf 3. Ah! Dafür haben wir die Sachen wieder nicht. Trainiere 10 Reiter, sagt er. Kann ich nicht. Die Arena ist da. Ist eine 5. Fünfer. Kämpfen. Also meine ist, glaube ich, gar nicht auf 5, ne? Also, ich glaube, das ist ein bisschen früh, was wir da versuchen. Dein Held hat gekämpft. Ort, Arena. Du hast erhalten. Okay. Dann können wir hier mal für Technologien und so weiter. Das ist 4, 4, das hier ist 2. Und das ist jetzt 3. Dann haben wir noch das Gebäude, die beiden und das hier noch. Und dann können wir nochmal Kapitol auch nochmal auf 5. Oh, die Mauern. Wir haben die Mauern vernachlässigt. Oh no. So, da ist auch noch eine andere Arena, aber ich habe jetzt erstmal die unten da gerade genommen. Okay, da, okay. Kampftaktik. Ausbildungsgeschwindigkeit der Gardisten. Ausbildungsgeschwindigkeit der Spezialisten. Das ist mehr so das. Okay, Trainingsgeschwindigkeit der Monster. Marschgeschwindigkeit der Spezialisten. Ja, Gesundheit der Spezialisten, das ist gut. Okay, das zählt alles so mehr oder weniger zusammen. Okay, okay, okay. Gucken wir uns mal an. Sagen wir das hier. Okay, räumen. Und dann kann ich hier bauen, was ich will. Cool. Kaserne, Legionat. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht, ne? Karawane, Reit. Karawane ermöglicht hier mit anderen Spielern Ressourcen auszutauschen. Haus des Portalmeisters. Ermöglicht das Öffnen von Portalen auf der Weltkarte auf Angriff aus größerer Distanz. Die Lebensdauer der Portale erhöht mit jedem Level. Oder produzieren Silber für Ausbildung deiner Truppen. So, und dann habe ich schon hier den Bug, dass ich hier auf den Schildern nichts mehr lesen kann, welche Stufe die haben. Cool. Sehr gut. Weil ich habe hier 3 Bauernhöfe. Da ein Bauernhof. Das heißt, ich habe 4 und nur 3 Wohnhäuser. Und ich brauche ja deutlich mehr Münzen. Das kann jetzt sehr interessant werden. Das gucken wir uns jetzt auch an. Hier haben wir direkt eine Gruft. Jo. Reisezeit 6 Sekunden. Erkunden. Okay, ich soll da erkunden. Das soll ich klicken, dann erkunden wir. Ich bin erkunden war, ja. Schon fertig? Neues Level, sehr cool. Ja, ich würde sagen, gefunden, ha? Huh? Tagebucheintrag. Ui. Ui. Ah, sogar besondere Sachen hier. Cool. 2000, 1000. Boah. Ganz viel Krams bekommen, sehr cool. Kann ich da nochmal rein? Da haben wir wieder Sachen. Fertige einen glorreichen Hammer des Gladiators. Aha. Gucken wir mal, ob wir das machen können. Können wir. Kostenlos. Haben wir erhalten. Ich merke schon, ich werde gleich mehr spielen, als ich eigentlich geplant hatte. Ich wollte eigentlich nur ein paar Minuten spielen, mir das angucken. Aber jetzt bin ich schon voll drin. Fortschritt mit Erkundung 100%. Genutztes Fackelöl 300? Wow. Gardisten erhöht Bauproduktivität, Bautempo und Geschwindigkeit der Ressourcenernte auf der Weltkarte. Erhöht die Effizienz der Grufterkundung und senkt die dafür nötigen Kosten. Das klingt eigentlich geil. Und Bonuserfahrung in der Gruft. Das klingt doch schon mal mega. Also das, klingt wirklich sehr, sehr gut. Gewöhnlich.
Au, ich glaube, ich muss erstmal Leute wieder beleben. Aber mega, au. Okay, der Marsch ist ein bisschen weiter. Okay, gut. Ja. Also, wenn ich mal so sagen darf, wir haben so ein bisschen was jetzt schon geschafft. Ein bisschen haben wir ausgebaut. Es ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Probiert es auch gerne selber mal aus. Habt ihr es sogar schon ausprobiert? Wenn ja, dann erzählt mir mal, wie weit ihr gekommen seid und wie lange ihr das gespielt habt oder wie lange spielt ihr es schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Kommentare. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.